Moin Moin, Miro hier und willkommen zum Test des Premium Carbon Karten Etui mit eingebautem Münzfach, Geldklammer und speziell abgerundeten Kanten. Ich nenne das jetzt in Zukunft Carbon Wallet, ist einfach einfacher für mich. So, und die ist nämlich von der Firma Macaca on the Run. Kommt hier in so einer kleinen normalen Pappschachtel, kennen wir ja von Messerverpackungen und so weiter. Hier nochmal direkt die Internetseite, kann man direkt über Amazon bestellen und es kommt dann auch entsprechend sehr schnell am nächsten Tag direkt im Briefkasten gelandet. Das ist richtig schön und das ist natürlich der tolle Vorteil von Amazon. Okay, mitgeliefert wird außerdem hier noch ein kleines Ersatzband, kann man sich dann aussuchen, ob man es gerne poppig möchte mit Kontrast oder wie ich dezent schwarz. Und es handelt sich eben um so eine kleine Carbon-Wallet mit Silikonband. Also das Prinzip ist ja wahrscheinlich bekannt. Das sind zwei Carbonplatten, auch echtes Carbon, aber zum Material sage ich nochmal was. Und dann schiebt man sich die Karten so raus. Ja, da guckt auch schon der Miro raus. Und dann kann man das tatsächlich so auffächern und so ein bisschen durchgehen und sich die richtige Karte rausholen. Ich werde jetzt vorsichtig sein beim Kartenzeigen, denn das ist jetzt meine echte Brieftasche gewesen für eine ganze Weile und ihr müsst jetzt ja meine Personnummer zum Beispiel nicht unbedingt erfahren. Ja, habe mir Blanks bestellt, aber die sind leider noch nicht angekommen. Aber zum Produkt selbst. Erstmal zum Design. Das finde ich tatsächlich sehr gelungen. Es ist natürlich ein einfaches Design. Wir haben hier einfach zwei Carbonplatten, aber mit schönen abgerundeten Kanten. Das gefällt mir sehr gut. Der Schriftzug ist auch dezent genug. Außerdem finde ich das Äffchen echt niedlich. Coole Idee auf jeden Fall. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Man drückt die Karten dann einfach nach oben und dann kann man die halt entweder so durchfächern und sich die richtige rausnehmen, die man haben möchte. Oder eben tatsächlich durch leichten Druck hier unten die Hebelkraft nutzen. So, ich zeige es euch jetzt von der Seite, denn da sah man eben beim Auffächern schon irgendwelche Nummern, die man nicht sehen soll. Ihr seht das, ich kann hier einfach die Karte rausnehmen, die ich will. Und schon habe ich relativ schnell genau das, was ich haben möchte. Ich kann natürlich auch alternativ hier wie so ein Kartenspiel das Ganze auffächern und habe auch so relativ schnell Zugriff auf die gewünschte Karte. Ja, und der Clou an dem Ding, das Ganze blockiert RFID und NFC-Auslesung von den Karten. Und damit ich hier nicht nur laber, sondern auch was zeige, blende ich euch mal eben ein, wie ich versucht habe, in der Mensa den Guthabenstand von meiner Unikarte auszulesen. Wie man sieht, das klappt ohne die Wallet im Weg wunderbar, überhaupt kein Problem. Und mit Wallet habe ich überhaupt keine Chance. Ich zeige hier gerade noch mal so ein bisschen fasziniert das Muster von der Carbonfaser. Sehr positiv herauszustellen ist, dass es wirklich eine massive Carbonplatte. Ich nehme mal ganz kurz die Karten raus, damit ich euch das zeigen kann. Silikonbändchen ab und schon kann ich euch die Einzelteile zeigen. Also ein Stück. Sehr, sehr stabil das Ganze. Ich bekomme das nicht mal im Ansatz irgendwie gebogen und ihr habt es gerade gesehen, meine Finger werden schon ganz weiß. Ja, und das ist auch wirklich nicht das billigste Carbon, sondern hier wurde eine Carbonfaser mit 3000 Strängen verbaut. So, also hier diese kleinen Teile, die reflektieren. Jedes Ding davon besteht aus 3000 einzelnen Fasern. Ja, macht Sinn, dass das mega stark ist. Aber nicht nur das. Das ist eben auch der Grund, warum das Material direkt von Haus aus quasi diese RFID- und NFC-Signale blockiert. Ziemlich coole Sache also. Allein dadurch, dass Sebastian hier die richtigen Materialien gewählt hat, beziehungsweise das richtige Material, ist seine Wallet gleich auch richtig schön sicher. Ja, und ihr seht das bereits. Ich habe hier auch noch ein kleines weiteres Fach. Da kann zum Beispiel ein Schlüssel oder auch ein paar Münzen rein, auch 2-Euro-Stücke passen rein. Ja, letzteres hatte ich gerade leider nicht zur Hand, also 2 1-Euro-Stücke, ein 50-Cent-Stück. Aber man sieht, da ist noch ein kleines bisschen Platz.
2 Euro Stücke passen da definitiv rein. Und richtig schön daran finde ich, dass die Kanten hier drin auch nochmal richtig schön gebrochen sind. Das gleiche würde ich mir übrigens auch für die Kanten hier außen wünschen. Die sind jetzt nicht gebrochen, die sind auch auf keinen Fall scharfkantig. Wehtun tut man sich daran nicht. Ja, einfach noch einmal abrunden, dann wäre das für mich perfekt, das Plättchen hier. Aber auch so schon eine ziemlich coole Sache. Was mir allerdings aufgefallen ist, hier sieht man noch ein paar Frässpuren. Das wurde natürlich im Nachhinein hier eingefräst. Ja, ich habe mit dem Sebastian geschrieben und er war sehr transparent. Da wird noch nachgebessert, denn vereinzelt kommt immer mal wieder so eine Platte dabei raus. Tja, das ist das Pech, wenn man einfach über Amazon bestellt. Aber ich finde es auch sehr ehrlich, denn er meinte, haust trotzdem mit ins Video. So, ich habe die Wallet jetzt inklusive Münzen nochmal befüllt und wollte euch zeigen, wie einfach es ist, an die Münzen ranzukommen. Einfach die Karten raus. Oben hier sind die Münzen. Und schon hat man eine davon in der Hand. Und wenn man sie wieder reintun will, einfach hier oben rein. Fertig. Und die Karten sind auch absolut sicher hier drin. Ich fasse jetzt mal nur an dem unteren, breiteren an. Da passiert gar nichts. Das gleiche, wenn ich einfach nur eine einzelne Karte drin habe. Die ist auch absolut sicher. Da leistet dieses Silikonband schon wirklich ganze Arbeit. Scheine kann man übrigens auch ganz wunderbar noch direkt mit unters Band klemmen. Das zieht natürlich ein bisschen Dreck an. Wer schon mal so In-Ear-Kopfhörerchen hatte mit diesen kleinen Silikonpads, die in die Ohren gehen, der weiß, dass alles, was in den Hosentaschen ist, das ziehen die Dinger magisch an, aber es hält sich hier wirklich auf dem Schwarz sogar recht gut in Grenzen. Und ich denke, auf dem Roten sieht man da kaum noch was von. Ja, und wenn noch mindestens eine Karte drin ist, muss man auch gar nicht unbedingt das Silikonband abnehmen, um Karten nachzufüllen. Einfach wieder hier unten drauf drücken. Dadurch spreizt sich das hier oben ein bisschen auseinander und die nächste Karte einfach mit dazu. Ja, das Spiel kann man ziemlich weit treiben, nämlich bis zu 10 Karten offiziell. Es gehen aber auch noch weitaus mehr. Bei der Version hier mit dem Silikonbändchen ist irgendwann vorbei. Aber... Und da blende ich euch jetzt mal ein Video ein vom Sebastian selbst. Zieht euch mal rein, was er da reinhaut. 100 Visitenkarten. Ist das nicht krass? Ja, also die Variante mit dem Gummiband hält auf jeden Fall noch einiges mehr an Karten aus als hier das Silikonband. Also die Version ist wirklich extrem belastbar und dehnungsfähig. Und sollte mal das Silikonband reißen, dann schreibt einfach den Sebastian an, der schickt euch gerne kostenlos Ersatz. Ja, und damit kommen wir auch zum Fazit. Insgesamt hat mich die Carbon Wallet wirklich sehr überzeugt. Sie ist sehr, sehr leicht, durch das gewählte Material auch sehr, sehr widerstandsfähig. Ich habe die extra die ganze Zeit mit meinem wirklich nicht gerade kleinen Schlüsselbund direkt in der gleichen Hosentasche durch die Gegend getragen. Und hier ist wirklich kein Kratzer drauf. Das würde man sofort sehen in dem Licht. Die RFID-Schutzfunktion finde ich total klasse. Und heutzutage sollte das meiner Meinung nach auch zum Standard gehören. Dass noch so kleine Extras wie das Münzfach integriert wurden, finde ich auch super. Zum Beispiel, wenn man da jetzt seinen Haustürschlüssel reinpackt, kann man mit dem Ding einfach mal spontan nur mit vielleicht dem Führerschein oder dem Perso zusammen joggen gehen. Ja, und in der Hosentasche macht sich das Ding auch sehr gut. Bei meiner super dünnen Sommerhose sieht man es natürlich schon ziemlich deutlich. Da sieht man aber auch schon die kleinsten Kleinigkeiten, sogar ein einzelner Schlüssel wäre sichtbar. Beim krassen Gegenteil meiner Gammelhose für zu Hause sieht man hingegen überhaupt gar nichts. Ja, und man muss außerdem sagen, dass die Bedienung ein kleines bisschen fummelig ist. Also man muss das mit dem Auffächern schon echt ein kleines bisschen üben. Mittlerweile gelingt es mir eigentlich fast jedes Mal. Aber wenn man mehr als 7-8 Karten reinsteckt, dann passiert halt auch sowas hier mal ganz gerne. Ich muss aber gestehen, dass ich diese Aufnahme gerade 5-6 Mal wiederholen musste, bis ich es einmal hinbekommen habe. Zieht euch mal die Internetseite markakaontherun.com rein. Die ist auch in deutscher Sprache und da bekommt ihr einen schönen Überblick über alle Produkte. Und da gibt es wirklich einiges, nicht nur die verschiedenen Varianten von dem Carbon Wallet,
sondern auch diverse andere, und ich stelle euch ja auch in der Richtung noch was vor. Ein paar Links, wo ihr die Wallets beziehen könnt, packe ich euch natürlich wie immer in die Videobeschreibung. Okay, das war's von mir. Grüße aus dem Norden. Ach ja, für Durstige gibt es noch eine schöne versteckte Funktion. Prost!